Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein. Aber auch wieder bedenken, viel ist manchmal zu viel. Das mit dem Öl muss schon stimmen. Na, du schon wieder? Moin. Ich fummel hier gerade an so einem Vergaser rum, der ist für meine kleine Honda, die Notkesselmaschine. Der muss wieder instand gesetzt werden. Da war das Schwimmernadelventil undicht. Das ist so eine kleine, wenn sich das mal anguckt hier, das ist ja wie bei den Apothekerfläschchen. Die dichten so konisch. Und das habe ich jetzt mal sauber gemacht und jetzt müsste das eigentlich wieder funktionieren. Man hat ja sonst nichts zu tun. Aber wie mir zu Ohren gekommen ist, wollen die an meinem Kanal gerne, dass ich die ganzen Mopeds, die ich schon mal gebaut habe, vorstelle. Und das machen wir jetzt mal. Und deswegen baue ich ja jetzt extra für euch hier diesen Vergaser zusammen und mache das Moped wieder schön. Also wir präsentieren gleich die kleine Honda Notkessel. So heißt die. Ich erzähle dann nachher noch mal ein bisschen mehr davon. Jetzt lass mich mal in Ruhe, ich muss basteln. Jetzt habe ich ja den Vergaser hier wieder rangebaut. Da war ja nur der eine Vergaser, der leckte immer. Und ich habe neue Benzinhähne hier rangebaut. Die sind von der Peugeot 104 Mofa. Die passen hier so schön ran. Die sind nicht zum Aufdrehen, sondern zum Aufschrauben. So, da kann man, das finde ich toll. Diese ist eine Neuheit an der Maschine. Batterie habe ich aufgeladen. Sprit. Den Motor habe ich mal von einem Freund geschenkt bekommen. Der war in einem alten Kartoffelsack drin, eingewickelt. Und dann sagt er zu mir, Mensch, guck mal an, was ich hier mitgebracht habe, können wir doch tauschen. Und das war der 175er Zweizylinder Honda Motor. Den hat er auf dem Schrottplatz gefunden, den Motor. Ich sage, Mensch, der ist ja klasse, der ist ja total toll. Und da war das gerade so modern, Honda Monkey, Honda Dax. Ich sagte, da baue ich mir doch selber mal eine kleine Monkey drauf oder eine Dax. Da habe ich den Rahmen hier so aus Edelstahl gebaut. Das ist alles aus Edelstahl. Da ist nicht ein Klecks Farbe dran an dieser Maschine. Das ist nur Chrom, Aluminium und Edelstahl. Ich sehe nicht ein Stück Farbe an der Maschine. Also kann man auch keine Kratzer reinmachen. Das ist total praktisch. Der Tank, das ist ein Teekessel, wie man hier sieht. Da haben wir den Tankverschluss eingeschweißt. Und den Tank, den habe ich meiner Mutter damals geklaut. Aus dem Küchenschrank. Und irgendwann hat sie das dann gesehen. Da sagte sie, na Andi, wo ist denn mein Teekessel? Da ist ja mein Teekessel. Hast du den geklaut? Den habe ich so lange gesucht. Und hat sie den gesehen. Wir mussten alle lachen darüber. Ich klaue ja öfter mal so Sachen. Ich habe auch mal einen Ansaugstutzen gebaut aus einer alten Messingvase. Habe ich oben abgesägt, weil das so eine schöne Trichterform hatte. Abgesägt, Blumen wieder reingestellt, auf den Schrank gestellt. Dann habe ich den an meine BSA gebaut. Also hier der Sitz, Edelstahlschaufel. Und die ist gefedert, wie man hier sieht. Das sind normale Moped-Federbeine. Und das federt hier so. Und der Rahmen, der ist ja starr, deswegen muss er ja auch ein bisschen gefedert sein, weil es sonst zu hart ist. Und das ist alles so selber gebaut hier. Das ist alles aus Niro zusammengeschweißt. Diese Ansaugtrichter, die finde ich auch ganz interessant. Das sind von meinem Opa noch Schnapsgläser gewesen aus Zinn. Da habe ich einfach den Boden rausgeschnitten und die habe ich dann daran gebaut. Sieht auch toll aus. Das sind hier die schönen Benzinhähne von der Mofa und die kann man so aufdrehen hier. Der Motor, der hat ungefähr so 18 PS und das Schnellste, was ich mal gefahren bin, ich glaube so, das war etwas über 100, 110, das kann man locker damit fahren. Das ist richtig geil. Also es ist eine super Monkey, würde ich sagen. Es gibt ja kleine Monkeys von Honda mit 50 Kubik und die hat 175 Kubik, zwei Zylinder. Ja, ich fahre da gleich nochmal mit, da könnt ihr mal sehen, wie das Ding abgeht. Ich will jetzt mal eine Probefahrt machen. Ich habe ja den Vergaser jetzt repariert hier. Mal gucken, ob der jetzt dicht hält. Ich mache mal den Sprithahn auf und vorhin hat er total geleckt, da kam hier ganz viel Sprit raus. Aber jetzt scheint das ja in Ordnung zu sein. Da war nur Dreck in dem Schwimmernadelventil drin. Die Bauzeit ungefähr an dieser Maschine, das geht bei mir manchmal unheimlich schnell. Wenn ich denn da erstmal anfange, dann bin ich so euphorisiert, dann muss ich das ziemlich schnell fertig haben. Ich denke mal so ein halbes Jahr habe ich das so, glaube ich, fertig gehabt.
Ist ja auch nicht schwer, so ein paar Räder, die Räder sind von der DAX. Die Gabel weiß ich gar nicht mehr, wovon die ist. Die habe ich gekürzt hier, weil die so lang war. Die ist von irgendeinem normalen Moped gewesen. Ja, und die Teile, die liegen ja hier oft bei mir rum. Und wenn ihr mal nicht mehr hin wisst mit euren Teilen, wenn die mir weg sollen, dann könnt ihr die gerne hier bei mir auf den Haufen schmeißen. Ich suche mir dann die Sachen da raus, was ich brauchen kann. Ich kann immer Sachen gebrauchen, schöne Sachen. Kommt mir nicht mit so einem rostigen Schrott hier an, was ordentlich ist. Ja, hier ist es auch wieder so eine Frage, TÜV oder nicht TÜV. Natürlich hat die Maschine kein TÜV. Wenn die TÜV hätte, würde die Teil bescheuert aussehen. Dann wäre wieder hier so ein Nummernschild dran und so ein Schutzblech. Dann wäre eine riesen Auspuffrohre dran und Luftfilter und all so ein Quatsch, was man nicht braucht. Und ich baue manchmal Maschinen auch schon vorsätzlich so, wie sie sein sollen, auch ohne TÜV. Wenn die TÜV hätten, dann hätte ich gar keine Lust dazu. Dann würden die auch nicht gut aussehen, die Maschinen. Was ich auch ganz toll finde, 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Da habe ich das Schutzblech draus gebaut und das ist immer so aus Stücken zusammengeschweißt. Das finde ich auch ganz toll, wie so ein kleines, so ein Tanga ist das. Schutzblech-Tanga. Der Schalter hier für Licht und so, der ist vom Traktor. Die bieten sich immer ganz gut an, diese Schalter. Und dann diese süße kleine Auspuffanlage. Das ist ja auch immer schwierig, jetzt eine Proportion zu finden, dass ein Auspuffrohr, wenn jetzt ein normales Auspuffrohr so gekauft ist, das wäre ja viel zu groß für dieses Motorrad. Deswegen haben wir hier so Stücke aus dem alten Moped-Auspuff ausgeschnitten und hier sind so Edelstahl-Reduzierstücke dran. Die kann man ja so kaufen. Das schöne Rücklicht ist auch toll. Sieht doch klasse aus, ne? Das ist richtig aus Glas noch hier, das Rücklicht. Ist toll, hier ist die Motorentlüftung. Da rotzt er immer schön raus. Das haben so Sportmaschinen. Drehzahlmesser ist auch dran, kleiner. Die dreht ja höllisch viel, also richtig höllisch hoch, die Maschine. Die dreht so fast so 12.000 Umdrehungen, ich glaube sogar noch mehr. Den Sound werdet ihr gleich mal hören, das ist echt irre. Ich guck noch mal, ob Öl drin ist. Manchmal ist es ja so, wenn die Schwimmernadelventile undicht sind, dann läuft das Benzin über den Vergaser in den Motor rein und läuft ins Motoröl. Da muss man auch mal drauf aufpassen. Dann verdünnt sich das Öl nämlich und dann reißt irgendwann nochmal der Schmierfilm ab. Also dann Ölwechsel machen, neues Öl rein, ist immer ganz gut. Da freut sich der Motor. Ich mache jetzt mal eine Probefahrt. Wir werden weitere Folgen sehen von meinen Maschinen. Ich glaube, das nächste, da machen wir mal die Kreidler. Da waren Nachfragen. Und denkt dran, Glocke drücken und abonnieren. Das würde mich freuen. Bis nächstes Mal. Tschüss.